Sind wir auch bereits auf Sendung? Bonjour, mon amour, bonjour. Wir sind jetzt bereit. Okay, wir machen jetzt eine Dokumentation, habe ich gehört. Je m'appelle Jean-Luc Etablissement. Ich springe Delikatesse aus Frankreich auf die deutsche Straße. Von der Gamescom 2019 habe ich eine Jesus und er war für 2 Jahre auf dem Balkon von einem guten Freund von Robinus de Raffu. Kennen Sie? Nein. Ist eine sehr große Delikatesse. Ich werde heute auf der deutschen Straße diese Delikatesse verbreiten. War mal eine sehr schöne junge Frau. Hallo, möchtest du nicht mit mir reden? Entschuldigung, ich arbeite gerade. Ich arbeite auch. Ich mache eine Dokumentation über die deutsche Kultur. Wir machen Austausch von deutscher Kultur und französischer Kultur. Ah, interessant. Möchtest du mit mir Austausch machen? Nee. Wir können zum Beispiel die Spaghetti zusammen mit dem Jesus Christus essen. Jesus Christus, nee, habe ich noch nie gehört. Das ist eine Delikatesse. Mhm. Ist eine wirklich gute Delikatesse. Was arbeitest du? Kann ich hier unterschreiben? Mitmachen ist eine Umfrage zum Themenjahr Neue Natur hier in Weimar. Was? Neue Natur in Weimar. Neue Natur. 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 Ich möchte mehr Natur. Schreibe ja. Schreibe ja. Nee, das wird so leider nichts. Warum? Naja, weil es schon 10 Minuten dauern würde. Und 10 Minuten? Ja, ja. So viel Zeit habe ich nicht. Oh, pas mal, mon monsieur. Enchanté. Oh, Sie tragen ein sehr schönes Negligé. Oh. Merci beaucoup, monsieur. Ich mag die Deutschen. Die Deutschen sprechen fließend Französisch. Ist das hier auch überall so? Ich mache hier auch einmal oben auf, da kann ich immer mal dran lecken. Ich mache eine Dokumentation über Deutschland. Können Sie mir auch sagen, was typisch Deutschland ist? Kennen Sie Frankreich? Frankreich. Oh, Revolution, Frankreich. Kennen Sie nicht? Jesus Christus. Frankreich. Was ist das? Frankreich. Emmanuel Macron. Frankreich. Ja, Frankreich. Wow. Ja, okay. Ja, Frankreich. Ja, okay. Ja. Kennst du Frankreich? Frankreich? Ja, Frankreich. Ja. Ja. Ich komme aus Frankreich. Aha. Ja, okay. Und ich kenn Deutschland nicht. Aha, ich auch nicht so. Ah, okay. Das war eine sehr gute Dame. Opa, mal ein bisschen. Sie haben eine sehr schöne Jacques Chirac an. Das war ein Wortspiel. Hat man das verstanden? Ja. Ich verstehe nicht. Was ist hier auch für eine scheußliche Musik? Arrête! Das tut mir auch so weh, meine Ohren, meine künstlerischen Ohren. Ich bin das Louvre gewöhnt und das ist eine Schande. Ich hoffe, es gibt Ressentiments. Aber egal, es war eine sehr schöne Jacques Chirac, eben. So, genau. Oh, mal. Das ist eine sehr gute Karte. Ich sehe auch sehr gut. Vorsicht. Oh, Vorsicht. Ah, Vorsicht. Sie werden hier noch eine Person gefährden. Ah, ist auch eine Nummer, die können Sie in Deutschland nicht fahren. Das ist ein großes Problem. Ich weiß, Ihr AA ist aus der Arschloch, ist AA, habe ich auch erfahren. Und ich verstehe nicht, warum Deutsche sagen immer Arschloch. Warum verwenden Sie als Beleidigung? Arschloch ist doch so eine so schöne, eine sanfte, eine kleine Pünkte an der Körper. Ich hoffe, Sie haben ein Bidet zu Hause. Aber natürlich. Sie immer was, ein kleines bisschen Wasser an die Arschloch. Wie sehen Sie, die Deutsche machen mit Papier. Wenn du hättest AA an der Nase, du würdest nicht mit nur Papier, du würdest Bidet, scheiße Arschloch. Richtig. Parcours, kennst du David Bell? Ich sollte vielleicht, wenn ich das Baguette inhalte, nicht die Ecke inhalten, die ich angesabbert habe. Schau dir das einmal an. Das ist ein Austausch von der Kultur. Baguette und das ist eine Bratwurst. Ja. Das ist eine Bratwurst. Oh, wollen wir tauschen? Ja. Ich meine, guck, wie viel du kriegst davon. Du kannst vielleicht auch Flöte darauf spielen. Ich mache Musik, kennst du mich? Ich bin David Baguetta. Warum sitzt ihr auf dem Boden? Ist das eine Revolution? Ich möchte auch Revolution. Was machen wir? Eigentlich du rein. Wir machen hier eine heimische aus, das ist eine Präservative. Uiuiui, ich bin sehr interessiert. Was ist hier los? Wollen Sie gemeinsam mit mir die deutsch-französische Beziehung verbessern? Das hier ist typisch deutsch. Das ist, was ist das? Ist das hier das eine Sauerkraut? Ist das eine Sauerkraut? Was ist das? Das Sauerkraut. Ist Kartoffeln. Sauerkraut. Sauerkraut ist das doch nicht. Nicht Sauerkraut? Ach Junge. Warum müssen Sie mich so angreifen, Kollegen? Nein.
Das ist Kartoffelklöße. Kartoffel? Kartoffelklöße. Kartoffelklöße. Oh. Das ist ja grotesk. Du bist ein Franzose. Ich bin noch vom Reich, hallo. Mein Name ist, ja, komm, mein Name komm, ist Jean-Luc Picard. Ich parle français. Ah, pas mal. Naja. Nee, ich bin Charlie. Charlie bin ich. Ist wie Charlie? Nein, Charlie aus Thüringen. Charlie aus Thüringen, moin. Ja, moin, ja. Ich habe langsam etwas Unehre bekommen und ich werde jetzt wahrscheinlich mir den Jesus einfach erleiben. Auf jeden Fall werde ich mir Jesus einfach erleiben und wenn ihr wollt, ihr könnt auch einmal probieren. Ich bin danke, ich habe erst gegessen als du. Das ist aber auch komisch, warum ist hier auch so viel nass? Guck einmal, da haben wir auch ganz viele Schichten verschiedenster Art. Oh, hier haben wir das gute Stück. Oh. Schau einmal. Jesus Christus. Oh. Oh. Seid ihr auch sicher, dass ihr nichts wollt? Von diesem Jesus? Seid ihr auch sicher? Seid ihr auch wirklich sicher, dass ihr nichts wollt von dem Jesus Christus? Oh Gott. Seine Delikatesse. Boah, fuck, Alter, das ist richtig hart, Alter. Ich krieg das echt die ganze Zeit immer so in Intervallen. Findest du das nicht gut? Nee. Es ist wirklich sehr schön. Boah. Ihr könnt auch mit nach Hause nehmen. Nein, warum? Wir sind noch lange hier, deswegen. Ihr wollt nicht schaden. Sicher. Nein, sicher. Ganz sicher. Das ist eine gute Delikatesse. Du kannst mit nach Hause nehmen, auf Brot schmieren, nein, ist sehr gut. Danke an die ganzen Patreon-Supporter, die das hier alles möglich machen. Ganz besonders hier diesmal John, der dieses wundervolle Kostüm bezahlt hat. Also wenn das offensive war, dann bedankt euch bei ihm. Kommt in meine Telegram-Gruppe. Patreon. Danke.